ESG-Bereich. Was sind die im Moment? Alle im ESG-Bereich. Die KPMG. KPMG, die Wirtschaftsprüfung, KPMG. Also wo KPMG ist. KPMG sucht eine Einstellung. Die Einstellung bei KPMG. Alle in dem Bereich. Alle über 70% im ESG-Sustainability-Bereich. Und man plant bis 2035, glaube ich, war es, einen Umsatzanteil von 40% in dem Bereich. Ja. Und das war für mich nochmal eine wichtige Zahl auch zu sehen, um auch gedanklich ein Mindset für das ESG-Thema zu sehen, weil wir natürlich sehr schnell persönlich an so einen Sustainability-Begriff denken. Das ist ein pures Wirtschaftsthema. Ja. Pures Wirtschaftsprüfungsthema. Schon ein Riesenthema, ja. Und, das ist schon auch mal interessant, wie das jetzt auch durchgreifen wird. Am Wochenende oder Ende letzter Woche war im Handelsblatt ein großer Artikel, dass das einer der großen, also der Engpass an Leuten, die sich im Thema auskennen, wird zum großen Hängen. Ja, und ich fand ganz fieses, das kommt vielleicht aber noch, ich muss wirklich ganz sagen, ganz fies, wie die EU das gerade macht, ist diese Begrifflichkeit negativer und positiver Umsatz. Darauf wird das ganze ESG ja gemessen. Nur auf positiven und negativen Umsatz. Aber nicht positiver Umsatz ist sogleich negativer Umsatz. Also es gibt keinen neutralen Umsatz. Also der ganze ESG-Bericht geht auf positiven und negativen Umsatz. Das ist ganz spannend. Ja, aber das funktioniert doch im Moment. Ja. Ich kann mir freikaufen. Damit habe ich ja so eine Art. Moment, Vorsicht, da sind wir das vermischen wir ein paar Sachen miteinander. Da werden uns ein paar Sachen miteinander vermischen. Mhm. Weil das, was du jetzt gerade meinst mit dem Freikaufen, bezieht sich wahrscheinlich nur auf das Thema CO2. Genau, ich kann. Und das ist nur ein Teil. Also es ist der Teil, von dem ich weiß. Das ist der Teil, an dem ich nächstes. Genau, aber das ist nur ein, das ist Verbrauch. Das ist, genau, und dieses Thema CO2 ist nur ein Teil. Das ist schon klar. Okay. Vielleicht gäbe es noch andere Bereiche, wo man sich den. Also okay. Wir steigen mal, aber jetzt, wir sind eigentlich schon mittendrin, finde ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weshalb sind wir hier? Wir haben gedacht, also es ist mal vielleicht spannend, sich mal darüber Gedanken zu machen und daraus zu lernen, was bedeutet eigentlich das ganze Thema Zertifizierung im Kontext von ESG, insbesondere deswegen, weil diese verschärfte Form oder die konkretisiertere, verstärkte und ausgebreitete Form gibt es seit Ende letzten Jahres und betrifft sogenannte Großunternehmen. Großunternehmen im Kontext von der EU betrifft Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben und oder 40 Millionen an Umsatz und 20 Millionen Vermögen. Also mit anderen Worten, wir sind im Bereich nach deutscher Definition locker im KMU-Bereich. Nur so mal am Rande mal an der Stelle. Ja, fangen mit der Vorstellung an. Gerne. Entschuldigung, mach du dann nochmal. Ich dachte, du stellst dich auch vor. Ach so. Okay. Ich bin Impact- oder Zebra-Investor. Und dieser Zebra-Investor. Was immer das auch ist. Machen wir nachher. Impact-Investor. Dieser Begriff wird verschwinden, weil jedes Investment per Definition, per Regulation ein Impact-Investment sein muss. Das heißt, die EU schafft es, komplette Geldströme in Nachhaltigkeit umzurouten. Und wie sie das machen, da kommen wir gleich drauf. Für dieses Event hier finde ich das hochrelevant, weil ein Nice-to-have-Thema Nachhaltigkeit plötzlich gleichbedeutend ist und gleichwertig ist zu wirtschaftlichen Performance eines Unternehmens. Das heißt, jede Tätigkeit, Nachhaltigkeitstätigkeit wird in Euro umgerechnet und fließt in die Bilanz ein mit positiver, negativer Umsatzrechnung. Und damit ist das im Kern eines jeden Unternehmens angekommen. Nicht mehr nur nice to have. Genau, und wir sind in dem Kontext, unterstützen wir Unternehmen auch dabei, überhaupt ein Verständnis dafür zu bekommen und zu begleiten, dahingehend dieses dann nachher auch umzusetzen dabei. Um das allerdings machen zu können oder beziehungsweise damit überhaupt das Management und das, wie du auch schon erwähnt hattest dabei, dieser Nachhaltigkeitsbericht hat von der Bedeutsamkeit her die gleiche Bedeutsamkeit wie die eines Geschäftsberichtes.
Also der Nachhaltigkeitsbericht muss jetzt auch Bestandteil vom Geschäftsbericht sein und damit in der Managementverantwortung dabei. Und um überhaupt mal zu verstehen dabei, was das bedeutet, ich gehe jetzt mal so runter. Also ja, wie schon erwähnt, ich tue das mal nicht in Teams machen, sondern einfach jetzt mal so. Na, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen dafür, also was die eigentlichen Treiber zur ESG sind, ich glaube, da brauchen wir gar nicht, ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder in irgendeiner Form wissen dabei, das sind die unterschiedlichsten Stakeholder, die wir, den Begriff haben wir vorhin schon mal gehabt in der Richtung, ob das jetzt vom Bereich Investment kommt, Finanzen, teilweise ist es auch so, wie wir auch schon festgestellt haben, du kriegst teilweise keinen Kredit mehr, wenn du dich entsprechend darauf achtest beispielsweise, oder Investoren sind schon langsam immer kritischer dahingehend, wie sieht es aus mit dem Unternehmen in der Richtung, auch weil man inzwischen auch weiß, dass die Performance im Rahmen der Nachhaltigkeit auch teilweise deutlich besser ist. Dann das öffentliche Bewusstsein und darauf geben wir jetzt nochmal ein, das ganze Thema ESG, EU-Regularien dabei in der Richtung. Und um sich einfach mal ein Gefühl zu verschaffen, was ESG-Regularien bedeutet, das ist mal so die Landkarte, eine ganz grobe. Die will ich jetzt nicht im Detail ausführen, weil das brauchen wir nicht, aber jetzt einfach mal nur so ein Gefühl zu bekommen, was heißt das eigentlich insgesamt. Und das Ganze ist unter dem Deckmantel EU Green Deal und darunter verbirgt sich ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Regularien, Direktiven etc. pp. Und die wesentlichsten, da gehen wir jetzt kurz drauf ein, die auch, sagen wir mal, in dem Kontext dessen wichtig sind zu verstehen, dass die EU Investitionen, sprich Gelder in die Nachhaltigkeit, und zwar private Gelder, in die Nachhaltigkeit hineinschiebt. Und das ganz bewusst. Okay? Was teilweise sicherlich auch Sinn macht und wie auch immer. Also Sie haben da ein spannendes Konstrukt draus gemacht. Und zwar gehen wir da kurz drauf ein auf das CSRD, auf die Taxonomie und auf die SFDR. Bitte auf Vollbild. Da mache ich nicht, weil dann hängt es sich auf. So, das hängt sich auf, okay. Das heißt, also größer als alle viel. Aber die Menüleuchte vielleicht noch wert, wenn du Leiste eigentlich. Eins kann ich noch machen, ich kann dir noch ein bisschen größer machen hier unten, wenn du das möchtest. Nee, oben die Taskleiste, die Microsoft Task. Kann ich wegmachen, ja. Dankeschön. Jetzt muss ich bloß gucken, wie das nochmal geht. Genau da, ja. Und jetzt? Einfach draufklicken. Ja, wunderbar. Danke. Läuft. So, okay, aber jetzt springen wir mal gleich weiter, bevor wir jetzt hier uns festbeißen an der Stelle. So, erwähnt habe ich also schon mal die CSRD. Das ist dieser Teil hier. Das bezieht sich auf die Berichtspflicht. Ergänzend und ganz wichtig als Basis ist die EU-Taxonomie. Von der hat irgendwann mal jeder schon mal davon gehört in irgendeiner Form. Und es gibt parallel noch die SFDE, die sogenannte Sustainable Finance Disclosure Regulation. Die betrifft alle Finanzmarktteilnehmer. Warum ist es wichtig und interessant dabei an der Stelle überhaupt? Das Thema Wechselwirkung zu verstehen dabei. Und warum ist es wichtig, war in der Folge dabei in der Richtung. Die EU-Taxonomie ist die Basis dahingehend, die stellt fest, was Nachhaltigkeit bedeutet, und zwar hinsichtlich der wirtschaftlichen Tätigkeit. Aber eine wirtschaftliche Tätigkeit ist nicht das Unternehmen ist wirtschaftlich, wie ist es nachhaltig tätig, sondern die einzelnen Tätigkeiten des Unternehmens. Also das heißt, es bezieht die Buchhaltung, Inhalte, Produktion, also im Prinzip runtergebrochen. Okay? Das ist übrigens eine politische Entscheidung, was dort als nachhaltig angesehen wird. Es gab ja in der Öffentlichkeit Riesendiskussionen. Die ist ja weiter noch am Laufen, die Diskussion. Oder? Die läuft. Wir haben gerade das Thema ja mit Dienstleistungsunternehmen. Wird nie abgeschlossen werden. Genau, Softwareunternehmen. Genau. Das Letzte war halt die große Diskussion, dass Frankreich durchgesetzt hat, dass Atomkraftwerke nachhaltig genau, das war das Letzte. Eingestuft werden. Da ist ja das stark. Da kommt die große Kritik jetzt auch. Genau. Von den Wirtschaftsprüfungen ist dieser doch noch relativ weiche gesetzliche Rahmen, wenn es um, gerade wenn wir über KMUs reden, über viele KMUs gehen. Also man hat seitens KPMG, ich habe nur diesen einen Bericht gesehen, die haben eine Hochrechnung gemacht, dass eigentlich fast jedes Softwareunternehmen da komplett negativ rausgeht.
weil sie keinen positiven Umsatz generieren können. Das ist relativ schwierig. Und das ist, das, da, da ist natürlich noch eine Schwierigkeit im ESG-Bericht jetzt allgemein. Also ich bin Softwareunternehmer, ich bin eine KMU, ich muss gucken, dass ich da reinkomme. Wir haben 400 Mitarbeiter. Wie viel habt ihr? 400. Und wir überlegen dann jetzt mal gerade, wie setzen wir diesen ESG-Bericht auf, wie mache ich positiven Umsatz. Das ist nicht einfach, wenn ich auf Microsoft Azure unterwegs bin, die einen relativ schlechten Index haben. Ist tatsächlich. Ist nichts dazu. Ja, ich weiß. Ja. Genau. Deswegen sind wir am Gucken. Gehen wir jetzt plötzlich auf Google, weil Azure und genau. AWS. Immer noch. Genau. Und warum ist das Ganze spannend? Die EU-Taxonomie hat Einfluss auf die Offenlegungspflicht der Finanzmarktteilnehmer. Das betrifft alle Banken, Versicherungen, Investoren, also alle, die in irgendeiner Form Finanzprodukte anbieten, müssen darlegen, und zwar jetzt nicht mehr nur auf reine ESG-Produkte, sondern überhaupt auf alle Finanzprodukte müssen sie darlegen, wie setzt sich das Investment zusammen? Und zwar auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig, warum haben sie so investiert, warum haben sie nicht so investiert, etc. pp. Jetzt muss alles offengelegt werden. Und das mit diesem Jahr. Also praktisch wie Basel II verhindert, dass ein Unternehmen, das vielleicht in Schieflage geraten ist, keinen Kredit mehr bekommt, wird dieser Nachhaltigkeitsbericht dafür sorgen, dass bestimmte Unternehmen kein Fremdkapital mehr bekommen. Und die Information dazu, um das beurteilen zu können, brauchen Sie natürlich von den Unternehmen oder von den Marktteilnehmern in irgendeiner Form, logischerweise. Da überschneiden sich die Zeitfristen ein bisschen insgesamt gesehen. Okay, aber es ist halt nun mal so. So, und der Punkt ist jetzt folgender. Wenn dem so ist, wie das so dargestellt ist, und es ist ja nicht nur so, dass die Banken oder Finanzmarktteilnehmer diese Berichte haben wollen, sondern das wollen auch Leute wie du und ich in irgendeiner Form, andere Stakeholder, das können Kunden sein, etc. pp. Also das heißt, jetzt kommt das Thema Stakeholder ganz klar zum Tragen. Wer sind die Stakeholder eines Unternehmens? Das sind die Finanzmarktteilnehmer, das sind die Kunden, das sind die Zulieferer. Das sind all diese Leute im Umkreis dabei in der Richtung. Und für die ist das ganze Thema wichtig. Warum? Weil sie letztlich auch da insgesamt in dem ganzen Thema mit drin hängen. So. Auch die Mitarbeiter für... Exakt, genau. Auch die Mitarbeiter bei in der Richtung. Also das heißt, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt dabei in der Richtung, dann kommt man irgendwann mal da drauf und sagt, oh cool, also das ist die Timeline. Die brauchen wir... Können wir nochmal drauf eingehen, wenn wir sie brauchen oder nicht. Okay, kein Thema. So, was verlangt jetzt die CSRD? Das ist das Wichtige dabei. Was verlangt eigentlich die CSRD in der Offenlegung? Wir reden nicht nur von irgendwelchen Daten über CO2 beispielsweise, sondern die CSRD möchte wissen, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Wie ist die Geschäftspolitik? Wer ist verantwortlich dafür? Also das ganze Thema Management Board in irgendeiner Form. Deswegen gehört es auch mit in den Geschäftsbericht hinein, dabei in der Art und Weise. Dann das, also Rolle und Verantwortung, potenzielle ökologische und soziale Auswirkungen. Da kommt zum Tragen die sogenannte doppelte Wirksamkeitsanalyse. Was ist die doppelte Wirksamkeitsanalyse? Doppelte Wirksamkeitsanalyse. Mit der wird analysiert, inwieweit ist das Unternehmen mit seinen Tätigkeiten, hat es auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, hat es Einfluss auf die Umwelt? Wenn ja, in welcher Art und Weise? Wenn nein, in welcher Art und Weise? Und inwieweit hat die Umwelt Einfluss auf das Unternehmen? Das geht wiederum in den Bereich Umsatz- und Investitionsausgaben rein, CapEx und OPEX dort zu unterrichten. Das schließt die Lieferkette mit ein. Das heißt also, wenn ein Unternehmen, ich nehme jetzt mal das Beispiel 52 Mitarbeiter oder 400 Mitarbeiter, völlig egal, die brauchen die Informationen auch von ihrem Lieferanten. Der Lieferant kann zum Beispiel ein Maschinenbauer sein. Der kann aber auch jemand sein, der Möbel liefert. Es kann aber auch ein Trainer sein. Es kann aber auch, ich weiß nicht, wer sein, schieß mich tot. Ja? Da wird sicherlich mit dem Thema, mit den Informationen wird im Moment noch ein bisschen weicher umgegangen werden dabei. Da gibt es auch bekannte Übergangsfristen. Die werden aber über kurz oder lang, wir haben auch jetzt schon Fälle, in denen klipp und klar der Kunde sagt, Thema erledigt. Das heißt also, das Lieferkettengesetz sorgt dafür, dass Kleinstunternehmen mit 10 Leuten auch schon komplett
in dieser Regulierung mit drin hängt. Und jetzt komme ich vielleicht doch nochmal auf die Timeline zurück an der Stelle, weil ich glaube, das ist, macht verdeutlicht das Ganze nochmal. Die Timeline sagt nämlich aus, dass ab nächstem Jahr, sprich mit dem Jahr 24, sind alle Großunternehmen nach CSRD berichtspflichtig. Mit dem Jahr 25 sind die sogenannten Großunternehmen berichtspflichtig, von denen, da kommt ihr da mit rein in das Spiel, der Richter. Das ist ein bisschen schwieriger, ist auch nicht klar, wie es mit Holdingstrukturen aussieht. Egal, also auf jeden Fall, vom, einfach jetzt mal nur ganz grob gesehen, das kann sein. Ja, die Frage ist, und das ist genau der nächste Punkt mit dem Durchwurschen. Das ist genau so der Punkt. Ja, Durchwurschen manchmal werden beginnen, aber tatsächlich ist ja diese Komplexität der Lieferantenkette. Genau. Das ist für eine KMU relativ komplex. Auch in der Bestimmung des, also ich kann relativ schlecht als eine SAP kann ich zu einem Unternehmen gehen und sagen, liefer mir deine Daten. Also SAP hat eine Macht. Also 400-Mann-Unternehmen, Frauenunternehmen ist es relativ schwierig zu sagen, wenn mir da ein Möbelbauer irgendwo in Saarbrücken was liefert, dass ich dem sage, für unser USM Haller, der Maurer, wenn ich einen Maurer sage, du, ich brauche dein ESG-Bericht, dann sagt der, du, ich habe mit dir irgendwie gerade letzte Woche ein Bier getrunken, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, von was du redest überhaupt. Also das ist schon nochmal, das hat eine gewisse Komplexität, die ist klar. Es wird da auch eher weichere Themen nochmal geben. Mit Durchwurschteln meine ich tatsächlich, wir werden ein bisschen Zeit gewinnen durch diese Holdingstrukturgeschichte, die jetzt bei uns vorliegt, weil noch nicht klar ist, in diesen Holdingstrukturen, ist es die Holding, die den Bericht geben muss oder ist es die kleine Aktiengesellschaft, die wir... Dann braucht ihr möglicherweise einen konsolidierten Bericht dazu. Ja, es wird wahrscheinlich einen konsolidierten Bericht geben, plus wir haben noch eine andere Komplexität drin, dadurch, dass wir eine kleine Aktiengesellschaft sind mit insgesamt 4 Stakeholder, jeder aber mindestens 10%. Sieht da auch nochmal eine andere Komplexität drin vor, weil dann reden wir nicht mehr von jemand hat 10 Mitarbeiter, sondern wir reden auch davon, dass die Einzelperson plötzlich in den ESG-Bericht reingehen muss und dann fährt der jetzt ein Auto oder nicht oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, ja, egal wie, dass jedes Unternehmen muss sich da intensiv darüber Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet in der Art und Weise. Und es ist auch Stand heute schon so, wir waren es erst kürzlich mit der LBBW zum Beispiel zusammen, die LBBW schult ihre Vertriebsmitarbeiter komplett durch schon in der Richtung, um festzustellen, damit geklärt wird mit den jeweiligen Unternehmen, was brauchen sie, in welcher Art und Weise, also von der Seite her, nimmt seinen Weg in der Richtung. Und das nimmt seinen Weg ziemlich schnell, deswegen auch die Timeline nochmal, weil das ist jetzt nicht, jetzt kann man nicht sagen, naja, 25 ist jetzt noch nicht so weit weg oder ist noch eine Weile weg, aber nein, das ist es nicht, weil wenn ich mir überlege, was das alles an Vorbereitung bedeutet. Also nur so am Rande, Festo hat zum Beispiel jetzt gerade ein Team aufgesetzt, neu, mit 7 Mitarbeitern, nur auf der strategischen Ebene. Und da rede ich noch nicht von den ganzen Daten, die dahinter stehen dabei in der Art. Wir arbeiten genau mit denen zusammen. Ah, okay. Das ist... Aber um ein konkretes Beispiel auch zu nennen, also es ist Machtspiel im Moment tatsächlich. Es geht von groß nach klein runter, wird es runter definiert, die Großen definieren was und sagen den Kleinen, was sie von denen brauchen. Ein 10-Mann-Unternehmen wird keinen Nachhaltigkeitsbericht liefern müssen, aber also ich offiziell nicht investiert in einer kleinen Firma, die als Hauptkunden Amazon hat. Amazon hat zum einen die Macht zu sagen, wenn ihr Lieferant bleiben wollt, müsst ihr Climate Pledge mit unterschreiben und auch zahlen. Erstens. Zweitens, hier ist die Liste von Fragen, die wir an dich haben, die du beantworten musst, weil diese Parameter bei uns in Nachhaltigkeitsbericht einfließen. Ja, für mich nachher spannender ist eher, das ist jetzt unabhängig als Unternehmer, für mich ist eher spannender, hält die EU das aus, wenn man über das ganze Vorproduktthema nachdenkt und dann in die Richtung Nahe Osten, China und so weiter gehen. Klar, die sind mit drin jetzt und wir schreien laut und tun. Das wird aber ein interessanter Fall sein, da zu gucken, können wir das da wirklich aushalten. Wenn wir uns allein die letzten Wochen angucken, das hat natürlich ein hochpolitisches, brisantes Thema. Absolut. Und das wird auch solche Reports im Großen verfälschen können, im ganz Großen. Und dann wird da auch schnell die Sinnhaftigkeit, also ich finde es gut, ich finde es halt eher schlecht, wenn die Sinnhaftigkeit hinterfragt wird. Ich meine, das betrifft halt auch das Lieferkettengesetz an der Stelle, das ja Bestandteil davon ist, dabei in der Richtung. Die Frage ist ja immer die Exekutive. Ja. Exekutieren wir oder reporten wir uns einfach nur das Reporting wird? Ja, wobei, als kleineres Fallbeispiel die Datenschutzverordnung heranziehen, wie da der Ablauf war. Da hat sich auch so ein Hype entwickelt,
wo es hieß, wir schießen uns hier aus der Wettbewerbsfähigkeit als Europa raus, ohne zu bedenken, dass es vielleicht auch Aspekte hat, die gerade die Wettbewerbsfähigkeit der EU sicherstellt. Das ist so ein Geben und Nehmen, ein ähnlichen Prozess, nur in weitaus größerer Dimension steht uns hier bevor. Wir sind noch am Anfang, die meisten haben noch nicht registriert, was für eine Lawine da kommt. Es wird eine Lawine sein, auch wenn sich im Pragmatismus des Alltags vieles relativieren wird, gerade um sich nicht aus dem Wettbewerb zu schießen. Aber dennoch, ich meine, selbst für die Arbeit der Leute hier wird das Schulen in Nachhaltigkeit ein Requirement sein und Teil des Berichtes werden. Das heißt, es ist dann nicht mehr so nice to have, lieber Mitarbeiter, du darfst, wenn du Spaß hast, hier im Thema Nachhaltigkeit, vegane Ernährung oder so, mal weiterbilden, sondern das wird eine Pflichtveranstaltung werden. Wie vieles anders. Ich meine, weil in der Ergänzung dessen, also das wird geprüft. Also es ist nicht so, dass ich das einfach mache und dann habe ich es als Stempel, sondern da gibt es ganz klar auch Regularien zur Prüfung dahinter. Sage ich ja mit KPMG und PwC, die Leute, die großen Wirtschaftsgesellschaften suchen da händeringend nach Menschen. Und es gibt am Markt grundsätzlich wenige mit Erfahrung, die das auch ordentlich prüfen können. Ja. Da ist ja gerade sehr viel Programme, Reskilling-Programme, um Quereinsteiger reinzunehmen, die dort entsprechend auszubilden. Also die investieren da richtig viel Geld gerade. Hinzu kommt die fehlende Rechtssicherheit. Mhm. Die Regeln sind halt noch alle sehr schwammig und vage. Es gibt also kein Benchmarking, dass man sagt, so und so ist Nachhaltigkeit zu messen. Und so wird ein Score definiert und den musst du erreichen. Sondern das im Prinzip ist im Moment in Phase 1 jeder selbst ermutigt, sich eine Nachhaltigkeitsstrategie zu überlegen, Messinstrumente zu überlegen, das konsistent über die Jahre zu messen und eine positive Entwicklung darzustellen. So, das ist im Moment der Ansatz. Aber es gibt kein Benchmarking, dass ich sagen kann, okay, ich habe das jetzt gemessen und ich bin unter meinen Peers im oberen Drittel. Da sind wir noch weit von weg. Und was jetzt mal spannend wäre, mal zu bringen, was glaubt ihr, was man eigentlich braucht im Unternehmen dazu in der Richtung? Was braucht man, bestimmte Kompetenzen etc. pp., keine Ahnung. Gibt es ja verschiedene, ich meine, ich könnte jetzt noch nicht eine Liste machen, aber im Austausch mal noch zu gehen in der Richtung. Was braucht man, oder was habt ihr denn gesagt, was macht ihr? Jetzt mal ein bisschen weg von uns. Ich glaube, die große Herausforderung wird sein, überhaupt erstmal Daten zu erfassen. Wir erfassen ja in Unternehmen relativ wenig Daten. Ja. Wir viel Reporting machen. Aber meine, das ist jetzt, das Beispiel haben wir hier im Haus, das ist gar negativ. Ich war eben vorher in der Session, wo der Club ein Mitarbeiter von Ihnen das Kirkpatrick 1-3 Modell aufgeführt hat. Ja. Genau. Er hat selbst gesagt, er macht auf Excel noch viele Daten, weil er viel nicht im Learning Management System erfasst hat. Das heißt auch Pivot mit. Das habe ich auch gar nicht negativ genommen, weil ich Defizite unserer Lern- und Entwicklungswelt nach innen wahrscheinlich besser kenne als alle hier rum. weil das mein Job ist und weil ich schon sehr lange mache. Bei Dingen, die bei uns einen sehr schnell ökonomischen Softwarebezug haben, waren wir eben schon sehr früh, um auf eine Antwort anzubieten auf Ihre Grundsatzfrage. Also was man machen kann, man kann das Thema Sustainability mal wo verankern. Mhm. Eine Denkzelle. Das ist bei uns mittlerweile signifikant mehr als eine Zelle, weil wir einen schicker Titel, Chief Sustainability Officer haben. Der Mann war das früher nicht, der war mal Beratungsleiter, der konnte gute Projekte machen und hat das Thema sehr früh erkannt. Das ist mindestens 10 Jahre her, wenn nicht schon ein bisschen länger. One One-Man-Show. Hat mittlerweile eine eigene Abteilung, hat dafür gesorgt, dass wir die ersten Sustainability-Elemente im klassischen Geschäftsbericht haben, noch bevor all diese Konstrukte da entstanden. Bewusstsein geschah. Wir haben angefangen zu messen. Wir haben jetzt Software, die messen kann. Daher würde ich sagen, vielleicht sollten wir wirklich mal reden. Damit geht das los. Da sind wir eine ganze Weile schon unterwegs, haben also entsprechende Produkte, können auch Nachhaltigkeit in Logistikketten bereits abbilden.
das auch unseren Kunden mitgeben. Ist das Thema schon ein Flächenthema für Belegschaft? Gesamte Fläche? Vielleicht noch nicht. Es gibt Nachhaltigkeitsbereiche auch im Dienstleistungsgeschäft bei uns, die sich natürlich damit beschäftigen, die Software zu platzieren und zu gucken, wie Kunden darauf reagieren. Da lernt man denn sehr spannende Dinge, weil ich mit den Kollegen gerne im Austausch bin. Die haben mir schon so Themen wie Circular Economy näher gebracht und andere Dinge, wo ich dachte, warum hat die SAP dann Interesse? Leuchtet mir mittlerweile besser ein. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern und ich müsste noch mal in unsere Compliance-Ausbildungsstruktur gucken, weil das ist jetzt nicht meine, an welcher Stelle da die nächste Verbindung entstehen wird, weil es natürlich für unsere Ingenieure oberste Bewusstwerdung sein muss, zu erkennen, was sind Nachhaltigkeitsindizes und wie funktionieren die? Und was muss ich da, sollte ich klugerweise berücksichtigen, wenn ich eine Innovation losprogrammiere? Ähnlich wie wir das beim Thema AI auch schon haben, wo wir mit einem Governance-Ansatz arbeiten und den Kollegen mitgeben, ihr dürft alles machen, ausprobieren, aber hier bitte auch das mit berücksichtigen. Das wären so die ersten Initialgedanken, um eine Antwort oder ein paar Antworten anzubieten. Also, das ist aber sehr wichtig, weil die wichtigen Begriffe schon gefallen sind. Es fehlt noch das Wort sozial, weil ESG ist halt nicht nur Nachhaltigkeit, sondern sozial und Governance. Das heißt, Leitplanken im Unternehmen festzulegen, aber auch in der Außenwirkung nach draußen zu dokumentieren, genauso wie die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Genau, und da ist jetzt für uns eine spannende Brücke möglich, weil wir haben natürlich, wir haben fast alles schon. Frage ist, was ich im Moment nicht weiß, inwieweit die beiden Bereiche bereits miteinander kooperieren. Wir haben natürlich auch eine CSR-Abteilung. Also Corporate Social Responsibility arbeitet auch sehr strukturiert und im Prinzip bietet sich eine Sachverknüpfung an, um zu gucken, wie beeinflussen sich die Projekte oder welche Abhängigkeiten gibt es, wie kann man die Erfahrungen gut wirksam dokumentieren und für mich dann in meiner Rolle spannend, was davon sollten möglichst viele Mitarbeiter verstehen. Wie beeinflusst es das Leben? Das ist das, was ich heute Morgen zur Eingangsmoderation sagte, das ist total wichtig, dass wir uns überlegen, wie funktioniert Gesellschaft, nicht nur wie funktioniert Konzern und Industrie in der Zukunft, wie funktioniert denn Gesellschaft in der Zukunft. Da ist, finde ich, eine sensationelle Schnittstelle. Da haben wir, glaube ich, das Gold noch nicht gehoben. Du wolltest was sagen? Ja, ich sehe das natürlich ähnlich und es ist aber auch natürlich eine Größenfrage, weil Größe des Unternehmens, es hat viele historische Bewandtnisse. Und da ist die Herausforderung, sind also auf der einen Seite die Daten, die erstmal zu bekommen. Natürlich können wir da über Softwareprodukte und alles nachdenken, aber wenn ich sie ja noch nie erfasst habe, kommt das nächste mit rein. Daten und Benchmark. Also ich muss ja eine Strategie für mich entwickeln und sagen, okay, ich tue XYZ, weil ich den Outcome weiß. Aber den weiß ich ja gar nicht. Das heißt, ich kann ihn noch gar nicht wirklich wissen, weil der Benchmark fehlt. Also und dann kommt dann dritte Komponente, ist dann halt, das ist mit Investitionen verbunden. Das wird so sein, mit relativ vielen Investitionen. Und die schwierigste ist für mich der Faktor Mensch. Mhm. Das ist der allerschwierigste. Und das je nach Branche, und da gucke ich jetzt nicht auf uns. Ich bin fein in der Softwarebranche. Also ich bin überzeugt von, wenn ich bei mir einen ESG-Bericht aufsetze, wenn ich da auf die einzelnen Mitarbeiter runtergucke, Vegan-Anteil, der geht durch die Decke, das ist okay. Aber vegan ist. Nur als Beispiel, ich mache. Könnte ein Splitter. Das ist jetzt ein bisschen defektierlich. Geschenkt. Aber gucke ich in die Industrie, in den klassischen Blue-Color-Worker, da wird es hart. Also da wird es richtig hart, auf die Mitarbeiterebene runterzugehen, diese Awareness-Ebene zu erreichen. Also ich bin ein E-Learning-Anbieter und wir haben mit vielen Industrieunternehmen zu tun. Und wenn ich da nur gucke, Ronal, Felgenhersteller, die erklären ihren Leuten am Band immer noch einen Browser. Was erklärt die Leute am Band? Die erklären die noch, was ein Browser ist. Ja? Also das ist hart. Das wird richtig heftig für die. Zu erwarten, dass wir auf diese Ebene Mensch, ich will nicht sagen runtergehen, sondern die hochbringen wirklich, auch in da ein Awareness zu erreichen, das hat so viel kulturelle Hintergründe.
und so viel Impact, den wir vorher so nicht hatten. Wir haben viel mit CSA gearbeitet, wir haben viel Compliance gemacht, das ist alles richtig, aber, und jetzt kommt die letzte Komponente, die für mich wird, und das ist genau das, was bei SAP schon wirklich wunderbar funktioniert, das ist unglaublich komplex für viele werden, ist diese Verknüpfung von diesen ganzen Dingen, diese Exekution zu schaffen, dass ich wirklich als ein Corporate Social Responsibility oder Sustainability Officer, Awareness Officer hingehen kann und kann der Produktion sagen, dass da geht so nämlich. Also das wird richtig hart. Ich würde die Verknüpfung sicherlich zum CSR sehen. Ich würde allerdings die Verknüpfung auch noch viel weiter sehen, und zwar zum ganzen Thema Lean Management. Klar. Ja, sicher. Aber dann kommt ja noch eine nächste Betrachtung irgendwann dazu. Man muss sich das Thema Frage der Investition, das Thema ESG auch leisten. Das fällt mir jetzt bei der Betrachtung Blue Collar Worker als Schlagwort ein. Es bedeutet ja im Folgeschritt tatsächlich eine Bewusstwerdung beim Einzelnen. Das eine ist, dass ich bekannt gebe, ob ich nun gerne Bockwurst esse oder irgendeinen vegan gezüchteten Kram, virtuell von irgendwo, agrikulturiert. Und erzähle ich das in einem Survey, weil es dem Bericht gut tut, oder ist es meine mittlerweile private innere Haltung und ich lebe danach, auch in meinem Zeitfenster außerhalb des Konzerns. Da finde ich, haben wir jetzt, ich bleibe mal nur bei Kleindeutschland, genügend Probleme. Das wird in den ersten Runden für Gesamtdeutschland nicht finanzierbar sein. Wir haben natürlich ein Thema, und zwar, es gibt Länder innerhalb der EU, die sind an der Stelle schon viel weiter. Mhm. Das ist de facto Dänemark, also ich war gerade zum Beispiel, exakt. Dänemark, das kann ich nicht sagen. Ja. Finnland, Norwegen etc. pp. Also die ganzen nordischen Länder, also ich habe, wir wissen zum Beispiel in Schweden ist es so, in Schweden eine Ausschreibung ohne Nachhaltigkeitsbericht kannst du vergessen, kannst du knicken. Brauchst du gar nicht mehr drüber nachdenken. Das heißt, die sind in der Form uns weit, weit voraus. Ob das jetzt vorteilhaft oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Ein Benchmark, also die Frage ist tatsächlich. In der Tat, die haben auch keinen Benchmark, das stimmt, weil sie auch die Regularen fürs CSRD sind einfach auch noch für die nicht früher gekommen. Insofern ja, das stimmt, wobei man den Benchmark natürlich haben will, und zwar schnellstmöglich in irgendeiner Form. Deswegen werden die CSRD-Berichte auch alle sehr transparent sein. Also im Endeffekt, und nicht nur das, sondern die werden auch getaggt. Also das heißt, die müssen veröffentlicht werden und werden noch getaggt dabei. Das heißt, wenn einer von Ihnen oder einer von uns das was wissen will in irgendeiner Form, sind die zu sehen. Ja, das heißt, also von der Seite her wird das anlaufen in irgendeiner Form. Ja, also das ist eine Welle. Aber jetzt gibt es ja natürlich auch diesen Spagat. Jetzt kann ich ja zum Beispiel auch sagen, naja gut, ich nutze dieses Thema Nachhaltigkeit auch im Moment gerade, um mir Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Gerade um das ganze Thema Mitarbeitergewinnung beispielsweise, oder? Wäre doch auch ein Thema. Kann man sicherlich machen, passt auch da, wo eine Gesellschaft schon so weit ist. Es gibt natürlich Jobbereiche, da gibt es keine Zielgruppe dafür, vermute ich. Naja, ich weiß nicht. Also es gibt heute schon, also in den meisten Bewerbungsgesprächen, die heute ablaufen, kommt irgendwann mal die Frage, dass wir haben aktuell haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Mhm. Ich bin der Überzeugung, das wird sich verändern in den nächsten 2, 3 Jahren oder 4 Jahren. Davon bin ich der Überzeugung, aber lassen wir mal dahingestellt sein. Im Moment ist es so. Und ich kann dann zum Beispiel, also die Bewerber kommen dann daher und sagen, was macht ihr im Thema Nachhaltigkeit? Und anscheinend ist die Entscheidung für eine Stelle bezüglich eines Unternehmens momentan tatsächlich auch abhängig davon, was macht das Unternehmen danach. Das sehe ich als gegeben an. Das ist auch gar nicht mehr das Thema, glaube ich. Also das sollte in jedem Unternehmen angekommen sein, dass Bewerber darauf achten. Und das wird auch immer mehr kommen. Je mehr wir das in die Gesellschaft tragen, desto mehr kommt es. Aber das ist genau das. Es gibt einen Markt, den du gerade sagtest, den wird es auch weiterhin nicht interessieren. Also jetzt, ja, es ist vielleicht ein bisschen zu pauschalisiert, aber ich glaube, im Tiefbau draußen auf der Autobahn zwischen der interessiert sich nicht besonders viel für die Nachhaltigkeit des Unternehmens. Ob der jetzt bei Geo Groß oder bei Montanbau arbeitet, das macht jetzt keinen Unterschied. Der Mann mit der
Mit dem Brestlufthammer. Ja, ich weiß. Ja, vielleicht. Weil der Brestlufthammer auf Strom vielleicht ein bisschen leiser ist. Ich will nochmal auf das Thema S kommen, ne? Ja. Im ESG. Also in dem Moment, wo ich diese, also wir haben einen sehr starken Business Health Culture Index bei uns. Sobald ich das Thema Health, Wellbeing mit einbeziehe, weil es eine Komponente sein kann für nachhaltiges Wirtschaften mit Menschen, könnte sein, dass vielleicht auch demnächst ein Tiefbauunternehmen Angebote macht, wie seinerzeit eine BASF mit Erholungsheimen an der Ostsee, wo man auf einmal wieder in Modelle investiert, die zwischendrin in den 90ern vielleicht nicht so en vogue waren am Anfang des Jahrtausends. Könnte sein, weiß ich noch nicht. Ja, das ist genau diese Benchmark-Frage, weil BASF ist ein super Beispiel, weil ich glaube tatsächlich, denkt man erstmal so ein Chemieunternehmen, sind die so nachhaltig, aber BASF mit dem Siemens, das ist ein Sichermacherzentrum zum Beispiel, die machen sehr viel, die sind weltweit bekannt, in dem Bereich auch in der Vorsorge, also da geht es ja auch darum, sicheres Arbeiten, das heißt auch weniger Krankheitstage und so weiter, das ist genau diese Benchmark-Frage. Aber für mich wird es halt viel spannender, als Lernanbieter zu schauen, wie kriege ich das in die gesamte Workforce rein? Und was ist denn das, was ich will? Also ja, genau. Was sollen die denn mitnehmen? Was sollen die machen und wie kriegen sie das auf ihren Kontext angewandt? Und was ist ihr Kontext? Das ist ja jetzt im Compliance schon schwierig. Da haben wir genug Probleme, das in die Körper reinzukriegen, weil das total unternehmensgetrieben ist. Wir schaffen nicht den Kontext, auch den einzelnen Mitarbeiter und die Mitarbeiterin runterzubrechen. Das wird bei dem Thema noch viel, viel schwieriger werden. Weil da ist auch das Thema, was nämlich, ich glaube, die ganz, ganz, ganz große Gefahr, die da drin steckt, ist Greenwashing, das von Mitarbeitern aufgedeckt wird. Ja, also von wegen, wir haben einen super ESG-Bericht, aber wir sind nicht fähig, da draußen die drei Müllermann hinzustellen und zu recyceln. Das wird sowas von durch die Decke gehen. Das wird noch ein ganz fieses Thema, weil da ist ja plötzlich alles präsent. Und man fühlt sich ja dann in dem Moment, wo ich meine erste Sustainability-Schulung bekomme, ja verpflichtet, darauf hinzuweisen, was ist, wenn nichts passiert. Manchmal geht es auch nicht aufgrund von Investitionen und so weiter. Also da wird es auf der Awareness-Ebene eine ganz komplexe Ebene für Organisationen werden, diesen Pfad aufzuzeigen, wo arbeiten wir dran, wann kommt das. Also Change Management kriegt eine ganz neue Bedeutung, weil wir vorher dieses Fingerpointing nicht zwingend hatten, intern so stark. Und ich glaube, da wird ein ganz schnelles Fingerpointing passieren. Und das merken wir ja auch mit der Entkopplung. Muss predictable werden. Ja, und das ist auch natürlich mit dieser Entkopplung, die immer mehr ist. Also Employer Branding hat jetzt in den letzten Jahren auch nicht gerade irgendwie, war jetzt nicht gerade das einfachste Thema mit Entkopplung zum Arbeitgeber, zur Arbeitsstätte und so weiter. Und das wird damit natürlich nochmal eine besondere Brisanz kriegen. Deswegen erwähnen, das ist schon nochmal, wo wir uns jetzt auch mit beschäftigen wollen. Weil ich glaube, das wird nochmal ein bisschen Besonderheit werden. Gerade wenn wir jetzt gerade gucken, in Deutschland viele Diskussionen, die in anderen Ländern so nicht vorherrschen, Vier-Tage-Woche etc. Also da sind viele Change-Awareness-Themen gerade. Und in dem Change ist ein bisschen tatsächlich international betrachtet ein Risiko. Also das kann man zwar auch später dann mal als Vorteil verkaufen, aber es ist ein Schritt zwei, ein Risiko. Wir werden in Europa heute schon als zu langsam wahrgenommen. Und zwar vom Osten wie vom maximalen Westen. Das macht uns erstmal noch rigider und noch langsamer, weil ich erlebe das in meinen Ausbildungsdiskussionen schon. Ich habe ja nicht nur einen deutschen Arbeitsvertrag, zwar eine globale Rolle, aber einen deutschen Arbeitsvertrag, sondern bin dann immer die Erste im Gespräch, die sagen muss, tolle Programmidee, wir müssten dann mal mit den Sozialparteien. Dann sehe ich schon dieses Einknicken der amerikanischen Kollegen. Schau, ich denke, da kommt sie schon wieder mit Data Protection, Mitbestimmungsrecht, alle Abhängigkeiten. Und dann heißt es immer gleich, dann machen wir es halt in Lateinamerika, in den USA und daher ja ihr dann später, wenn ihr es durchgenehmigt habt. Und da glaube ich, spannender Punkt, absolut, bin ich völlig mit dir. Ich glaube, da werden sich die Geister scheiden. Korrekt. Ich glaube, da wird es die Firmen geben, die sagen, wir geben richtig Gas. Und wir sind die sogenannten First Mover. Wir wollen die Vorteile, die damit verbunden sind, auch versuchen zu nutzen, zu heben. Und die anderen, die sagen, oh, nee, bleib bloß weg damit in der Richtung. Und das werden auch, glaube ich, diejenigen sein, die nachher die größten Probleme bekommen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das ganze System Nachhaltigkeitsberichte in das Bestandssystem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer eingekippt wird. Wir sind heute schon an der Stelle, wo... Also ich bin im Wesentlichen im Startup-Bereich unterwegs, wo dieser ganze Startup-Hype zum Erliegen kommt, weil einfach
Jahresabschlüsse mit 2 Jahren Verspätung erst kommen. Ja, also bei uns nicht anders. Also wie gesagt, kleine Aktiengesellschaft, und KPMG hat uns jahrelang geprüft. Die nehmen uns nicht mehr. Ja, keine Kapazitäten mehr. 100 Millionen passiert nichts mehr. Nee. Das ist raus. Also mein Jahr, sie haben uns ein Angebot gemacht, das habe ich dann abgelehnt. Aber trotzdem, je weiter hinten man in der Foodchain ist, je später wird man bedient. Prüfung, und das ist natürlich, jetzt springen wir ein bisschen, aber das Thema ist natürlich, deswegen wird das ja für die Wirtschaftsprüfung auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite so kritisch. Mit in dem nächsten Fall Wirecard haben die Wirtschaftsprüfung halt natürlich auch Regularien aufgedrückt bekommen, die zu unglaublichen Aufwänden. Ja. Da ist halt nicht mehr mit einer Stichprobenprüfung, und eben, wir sind eine kleine Firma mit vielen Leuten. Und die Wirtschaftsprüfer werden dieses Thema nicht stemmen können. Das geht nicht, das können sie vergessen, weil es da ein anderes Thema ist insgesamt, auch das ganze Thema Prozesslandschaft nochmal betrifft. Es sind viele Dinge, die dabei zusammenkommen, und die haben jetzt schon keine Ressourcen mehr. Ja. Ich meine, KPMG, also das geht bis runter zum normalen Steuerberater. Ja. Der hat keine Kapazitäten mehr. Naja, jetzt kommt natürlich total Druck wieder uns und sagt, ja, deswegen haben wir ja sowas mit Daten, und das kann man schön in Datenbanken einlesen. Die darf man, kann man auch verknüpfen, auch gerne auf Behördenebene. Und dann könnte man ja nach einer Weile KI etwas geschickt angefüttert, Dinge auch sehr wohl, was Prüfung angeht, viel stärker automatisieren, absolut, als das aktuell überhaupt nur denkbar ist. Natürlich, weiß man dann natürlich rein. Nämlich in die Dezentralisierung. Dann wird es spannend. Das ist nämlich genau der Punkt, warum wir auf die Mitarbeiterschaft runtergehen müssen. Weil in dem Moment, ich glaube auch, dass SAP und andere da tolle Tools entwickeln werden und die meistens schon da sind. Also jetzt kommt jetzt die Datenverknüpfung an und wie wir diese Blended Data generieren. Aber die Datengenerierung ist das große Thema. Und die hatten wir vorher nicht. Das heißt, wir müssen auf die einzelne Mitarbeiterebene runtergehen. Und deswegen ist das ESG-Thema auf der Awareness-Ebene so wichtig, weil die müssen die Daten dann sauber einpflegen, die müssen sie sauber erfassen, da muss ein klares Regularium geben, da müssen es die Benchmarks geben, damit das weitestgehend automatisiert durchläuft. Bin ich vollkommen dabei, dass man nur so gehen kann. Und dann wieder nochmal zur Blockchain zurückkommen. Ja klar, man muss wir zerlegen können und in andere. Es wird also, aber das in erster Linie erstmal die fehlende Digitalisierung uns jetzt auf die Füße fällt, weil es wird gar nicht mehr. Also hier nochmal eine Sammlung. Und die Digitalisierung nicht nur auf der technischen Ebene, sondern leider Gottes auch beim politischen Personal, was das gar nicht denken kann. Ja, das ist der nächste Punkt. Das kommt noch dazu. Das ist noch schlimmer. Digitale Prozesse kann man zügig, wenn man denn ein Bild hat, einbauen. Das Bewusstsein fehlt aber komplett. Ja. Das ist aber, bevor wir jetzt aus dem Fenster springen, weil wir furchtbar sind. Das sind im Erdgeschoss. Also ich habe jetzt nochmal, also erst danke für euch. Also wir haben zum Beispiel auch, ist das Ganze, kann das auch wirklich eine Chance sein insgesamt gesehen. Also ich denke, man kann es aus verschiedenen, dass es eine Herausforderung ist, absolut, keine Frage. Ja. Da wollen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist kein Thema. Es ist aber auf der anderen Seite auch mit dem Datensammeln brauche ich auch Transparenz. Es geht oder kriege auch Transparenz nochmal in der Richtung. Das heißt, ich muss nach meinen Prozessen gucken, ich muss nach meinen Geschäftsmodellen gucken. All diese Dinge spielen dabei eine ganz, ganz große Rolle nochmal an der Stelle. Und damit habe ich dann noch ganz andere Möglichkeiten nochmal. Eine Frage, ab wann in der Timeline wird das Rating der Finanzbehörden eingreifen, dass Firmen kein Geld mehr kriegen vom Kapital? Und jetzt fängt jetzt schon an. Schon jetzt. Okay. Also nicht extrem vielleicht, aber es fängt jetzt an, dass die Banken klippenklar sagen, den gucken wir uns genauer an und mal gucken, was er macht oder nicht macht. Bei Investoren ist es schon dreimal der Fall dabei. Also in der Investorenlandschaft gibt es einen riesen Geldstau an Investoren, die Möglichkeiten suchen, nachhaltig zu investieren und gar nicht genug Targets da sind. Das liegt nicht daran, dass die Startups nicht nachhaltig ihre Geschäftsideen haben, sondern das liegt erstmal daran, dass sie gar nicht in der Lage sind, ihre Geschäftsidee als nachhaltig zu dokumentieren, was erforderlich ist, damit das Invest auch nachhaltig als nachhaltig klassifiziert wird. Also das Thema ist heute auf dem Tisch und wird immer stärker. Und die Commerzbank hat, also ich weiß nicht, also ich habe sie selber nicht gesehen, hat mir der Kollege erzählt, dass die Commerzbank auf ihrer Webseite heute schon dokumentiert, dass sie ab 2025 oder 2026, weiß ich nicht mehr, für Firmen, die keine Nachhaltigkeitsberichte liefern, keine Kredite mehr ausgeben.
sich als kritisch sehen, da muss man schnell ran. Das, wir sind ja auch in Public-Ausschreibungen unterwegs, genau wie in der SAP. Da steht bei den Ministerien schon, wie Sie sagen, aber da steht so ein Quatsch drin, wie zum Beispiel der Code wird geprüft, ob er irgendwie. Das möchte ich gerne sehen. Nein, das wird der Code wird geprüft, ob er. Der Software-Code wird geprüft, ob er grünen Richtlinien folgt. Da hat sich unser CTO aber auch mal ordentlich kaputt gelacht, weil er will dann sehen, wie das passiert. Aber ja, das ist jetzt dort schon mit einem viel, viel Wissen angekommen. Wir müssen also, und auch eine SAP wird sagen, ihr seid verrückt, ich öffne doch nicht meinen Code euch. Ja? Wir müssen also unseren Code öffnen, damit total ahnungslose Menschen da drauf gucken und sagen, ja, ist jetzt so oder ist nicht so. Und das Ding erfordert weniger Performance als die Software nebendran als Alternativprodukt. Also es entsteht auch ein bisschen Quatsch. Da muss man halt jetzt genau an der rechtlichen Ebene dran arbeiten, weil das meinte ich mit Benchmark. Hm. Ich fände es ja sogar gut, wenn ich meinen Entwicklern sagen könnte, pass mal auf, wie entwickelst denn du grünen Code? Damit ich da im Azure weniger Ressourcen verbrauche, weil das Ding im Moment, weil es eine neue Microservice-Architektur hat und so die Ohren fliegen. Das wär super, wenn ich sowas hätte. Das sind aber viele Dinge, die dann TÜV und ähnlichen Organisationen übertragen wird, sowas zu zertifizieren und sagen, okay, ja, das ist. Aber auch wenn jetzt S4HANA neu ist, wird jetzt eine SAP nicht ihr S4HANA ändern und sagen, ich mache jetzt grünen Code, weil es jetzt plötzlich ein Nachhaltigkeitsgericht auftaucht. Deswegen habe ich ja erwähnt, wie lange wir schon einen solchen Officer haben. Ja. Das ist bei uns ein bisschen weiter fortgeschritten. Ja. Aber das ist nochmal ein guter Ansatzpunkt vielleicht am Ende. Wo gehört es überhaupt hin? Also sicherlich bei KMUs in die Geschäftsführung. Also da einen Beauftragten zu haben, wird keinen Beitrag leisten. Aber in größeren Unternehmen sehe ich das ganz klar beim CFO zu Hause. Ja. Da ist der auch, der ist unser Sustainability Officer. Auch hängt am CFO. Da gehört es auch hin, am Ende. Ist Europa jetzt eigentlich alleine mit diesem ESG oder sieht man dann das? Nee, das gibt es weltweit. Also es gibt es weltweit. Nur in dieser Art und Weise, wie die Regularien hier zusammenwirken und dieses Spiel dabei in der Richtung, das ist eine EU-Spezialität. Die EU hat sich da orientiert an verschiedenen anderen, also als Benchmark verschiedenen anderen Reports-Standards, zum Beispiel GRI ist einer zum Beispiel dazu in der Richtung. Also da gibt es einige davon. Auch in den USA gibt es da schon einige dazu. Es gibt auch entsprechende Software teilweise. Also das ist schon ein Riesenthema. China ist zum Beispiel bei vielen Dingen in der Hinsicht ziemlich weit voran sogar. Also man mag das unterschätzen, aber da sind schon einige Dinge dabei. Also das ist jetzt nicht nur, es ist halt nicht so publik gewesen bisher, zumindest in dieser Art und Weise. Das auch bei uns zum Beispiel, man hat da nicht, sicherlich wurde überlagert, das ganze Thema Corona. Nachhaltigkeit ist in aller Munde, aber was heißt Nachhaltigkeit eigentlich? Also der eine sieht es so kritisch, genau, gesetzlich umsetzbar ist es nur innerhalb der EU, aber andere hängen sich dran und fordern den gleichen Standard da, wo es noch nicht gesetzlich erforderlich ist. Witzigerweise sind die meisten Software-Tools zur Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes aus den USA. Das heißt, während wir hier reden, wie das Gesetz aussehen muss, setzen die sich hin und schreiben Software und die das unterstützen. Da sind wir vielleicht ein bisschen. Ja, wann wird halt sein, ob es nachher unterschiedliche Bewertungsmechanismen für unterschiedliche Branchen gibt. Also wenn man sieht, es gibt hochkritische Branchen, jetzt lassen wir mal eher Chemie raus, ist halt die ganze Lifestyle-Branche. Das ist halt etwas, was eigentlich komplett negativ dann nachher da steht. Also es gibt da 6 ESG-Ziele, Klimawandel, Artenschutz und so weiter. Wir fangen damit an, dass man eins unterstützt mit seinem Unternehmenszweck unterstützen muss und die anderen nicht massiv negativ beeinträchtigt. Wir haben kein Problem. Wir machen E-Learning und das für die alles mit zusammen machen lauter CSA-Training. Aber damit fangen wir an und dann wird sich das aber sukzessive verschärfen, dass man nicht nur eins erfüllen muss, sondern 2 und dann 3. Das heißt, da gibt es ein mehrdimensionales Konstrukt, das immer mehr zu verengen und zu verschärfen. Also die EU hat sich auf jeden Fall die Fahne geschrieben und dafür gibt es sogenannte
als Unterteil des CSRD gibt es die ESRS. Die ESRS, das sind die Standards, die festgelegt werden, was oder wie die CSRD ausgefüllt werden muss und mit in welchem Rahmen dabei noch unterwegs. Lange Rede, kurzer Sinn, ergänzend zu dem, was er gesagt hat. Die EU will ganz klare Standards festlegen und hat die ist auch schon mittendrin. Also das ist mittendrin in der Verabschiedung. Ja, weil wenn wir die Standards unter den EU-Ländern nicht hinkriegen, dann haben wir auch keinen sauberen Handelsfluss, keinen einfachen Handelsfluss. Ja, das ist allgemein. Nationalen Gesetz, das Fahrplan. Bestimmt. Genau. Da wird niemand drum rumkommen. Also jetzt zu glauben, dass das Ganze wird gar nicht passieren, den Punkt haben wir. Wir sind lange über den Punkt of no return hinaus. Ist es mag oder nicht.